Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zu einem neuen Top 5 Battlefield 4 Embleme der Woche. Ja, wir fangen an mit unserer dieserwöchigen Nummer 5. Nummer 5 ist ein F-16 Kampfjet und hier ist vor allem zu sagen, dass er eigentlich nur aus zwei, ich würde mal sagen drei Farben mit dem Cockpit da besteht, aber man ihn mit den Lichtschatteneffekten trotzdem ziemlich gut sieht, obwohl eigentlich nur der Hintergrund für das Helle genommen ist. Nummer 4 ist von Five Nights at Freddy's Bonnie. Ja, das ist der elektronische Hasenroboter. Five Nights at Freddy's ist ein Indie-Horror-Game, habe ich auch schon gezockt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf meinem Kanal suchen nach dem Game. Ja, und das Emblem ist reingekommen, weil es eigentlich auch ziemlich detailreich von dem Roboter ist. Nummer 3 ist die M9. Die ist ziemlich ähnlich designt wie der F-16, auch zweifarbig, hier wirklich zweifarbig, mit der Schatten ist mit schwarzen Teilen gemacht und das Helle ist eigentlich nicht wirklich gemacht, sondern nur der Hintergrund, aber sieht ziemlich geil aus in diesem Style. Nummer 2 ist Shimikaze von Kantai Collection. Das ist anscheinend ein Online-Game, habe ich noch nie gezockt, kann ich nicht zu sagen, wie es ist, aber das Emblem ist ziemlich geil geworden und deswegen verdient unsere Nummer 2 von dieser Woche. Ja, Nummer 1 ist der Conedive Patrick, so heißt es auf der Seite, wo die Battlefield-Embleme sind. Jeder kennt sicher die Folge, wo Patrick und SpongeBob gegeneinander schauen, wer der beste Burgerbrater ist, und dann macht der Patrick den Eistütensprung von diesem Sprungbrett. Daher kommt das Emblem. Ja, das war's mit den Emblemen. Ich hoffe, dass sie euch gefallen haben. Wenn sie euch gefallen haben, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Auf einen der Links da klicken. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Servus, Leute.